Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal, Mensa Bastelbude. Ich möchte euch mal kurz zeigen, weil ja auch schon in Videos war, SWR-Bericht zum Beispiel, dass der Pool Intex, den ich in der Bezeichnung habe, dann nur 34 Grad gebracht habe. Ich weiß nicht, was sie für einen Fehler gemacht haben. Also wir haben jetzt eine Außentemperatur von 36 Grad. Ach, Entschuldigung, 26 Grad, 36 Grad. Oh, wei, wei. 26 Grad. Und wir haben jetzt hochgeheizt. Da hat eine Vortemperatur von auch 26 Grad ungefähr gehabt. Weißbirne von ein paar Stunden auf. Ich zeig's euch. 40 Grad, der Beweis noch. Wir haben noch ein Thermometer mit. Ich glaube nicht, dass es gewechselt ist, aber halt ein manuelles Thermometer. Gehen wir erstmal zum Poolthermometer. Ich habe es extra so hoch geheizt, Leute, das ist richtig warm. Das ist nicht warm, das fühlt sich an wie heiß. 40 Grad. Jetzt schwenke ich mal rüber. Und da werdet ihr sehen. Bisschen hoch, so. 40 Grad, wirklich exakt 40 Grad. Das ist Wahnsinn. Also, liebe Leute, wir haben den jetzt 2 Wochen. Ich werde demnächst noch mal einen ausführlichen Bericht geben. Also, er macht seine 40 Grad, läuft noch einwandfrei. Ihr hattet schon beim anderen Video gesehen. Den Strudel, dann die Turbodüsen. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt noch Salz dazu gekauft, weil der ja Salz betrieben werden kann, darf, soll, wie man es auch möchte. Und also echt top das Teil bis jetzt. Wir sind super zufrieden, bereuen den Kauf für fast 1100 Euro nicht. Haben uns jetzt auch den Getränkehalter noch dazu geholt, den originalen. Ich dachte, was sollte ich da davon erwarten, was hat er gekostet? Ich glaube knapp 8 Euro. Über Amazon sogar inklusive Porto-Verpackung. Und der ist wirklich richtig top. Ich kann ihn euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich möchte da keine Werbung dafür machen. Wie gesagt, ich sag's nochmal, das Teil haben wir uns komplett selbst gekauft. Auch die Befestigung hier für den Halter jetzt. Ich schwenke gerade mal um, zeigen euch. Und also wirklich. Ihr denkt bestimmt, für das Geld ist das ein Scheißteil. Ist es überhaupt nicht. Ich tue es gerade mal mit aufnehmen. Hier seht ihr, es hat also wirklich einen super Halt. Was wir nicht so begeistert sind, da wollen wir uns noch vielleicht was anderes einfallen lassen. Diese Originalkissen, die schlappen ein bisschen hin und her. Vielleicht machen wir auch in der ersten 2 Wochen noch einen Bedienfehler, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt. Alles top, alles gut. Temperatur erreicht. Ich werde nochmal, weil wir den wahrscheinlich auch im Winter nutzen. Ihr seht ja, dass ich ja das Zelt hier drumherum habe. Da haben wir uns nochmal die Matte, die alte vom Bad reingelegt. Die reicht erstmal, dass wir nicht ausrutschen. Also Leute, wie gesagt, ich könnte eine Kaufempfehlung machen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, wie gesagt. Wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir alle gesund in der schwierigen Zeit und ja, ciao, ciao.